schönen Tag. Ich bin ein Herr aus der Grundschule, bin Grundschullehrer in einem Brennpunktgebiet in Bremen. Wir haben 80% Kinder mit Migrationshintergrund. Hier sehen Sie schon das momentane Produkt dieses Projektes. Wir haben aus Verbrauchsmaterialien im Wesentlichen Schaschlikstäbe, Pappe, Papier, Klebe, Schere, Moosgummi, haben wir die Kinder, nachdem sie eine Geschichte selbst erfinden, das wäre auch Thema des Workshops, sie kreieren ihre Geschichte selber oder eine Szene einer Geschichte, zum Beispiel aus einem Märchen, Wolf, Frust, Rotkäppchen, wäre ein Beispiel. Das wäre ihre Aufgabe, das in einer solchen Szene mit einer entsprechenden Mechanik ausgestattet. Insofern ist das eine Blackbox, weil sie nicht wissen, was passiert in dieser Box. Welche Mechanik findet in dieser Box statt? Die Kinder hatten hier gearbeitet mit dem SAMS, unschwer zu erkennen. Das SAMS vollführt in diesem Fall eine Drehbewegung. Erweiterbar ist es natürlich auf alle anderen möglichen Bewegungen, also auf und ab, rechts und links, im Kreis, nach vorne und zurück. Denken Sie an Pinocchio und seine Nase, sowas wäre darstellbar in einem Papierautomaten. Deswegen heißt dieses Projekt Papierautomaten. Clue heißt es deswegen, das ist eine Abkürzung für englische Begriffe, weil wir auch in einem europäischen Projekt mit anderen Schulen zusammenarbeiten und das auch verbreitet werden soll. Hier geht es um andere Figuren. Sie sehen hier die Mechanik. Das wird mit Ihnen entwickelt, dann in dem Workshop. Es ist für Grundschulen und die Verbindung hier zwischen verschiedenen Fächern, also technische Grundlagenbildung, Hebel, Mechanik, Zahnräder, Gelenke. Hier wird also eine Grundlage geschaffen, dass die Kinder aus der Geschichte heraus, die sie eventuell selber erfinden, wie ich sagte, diese Grundlage kennenlernen und sich bestimmte Mechaniken auch erklären können. Insofern ist es eben auch Spielzeug und man kann es erweitern, man kann es nachher mit Draht oder Pappe machen. Kunst, es hat einen ästhetischen Wert, es ist aber auch Mathematik drin, denn zum Beispiel die Stäbe, die sich hier genau in der Mitte treffen, müssen ja so platziert werden, auch, das heißt die Löcher im Karton, dass wirklich die Mitte auch getroffen wird. Das heißt, es hat auch diesen mathematischen Aspekt. Für unsere Kinder ist das wichtig, dass sie kombinieren, Sprache, das auszudrücken, bis hin zu den Begriffen für Werkzeuge, haben sie da Probleme. Hier sind so verschiedene Bewegungen dargestellt und auch der Ablauf im Grunde, der im Workshop auch so sein wird. Das spricht bei uns natürlich auch die Mädchen sehr gut an, die also von Haus aus, meistens sind es welche mit türkischen Migrationshintergrund, eigentlich nicht so in diesem Bereich selber selbstständig arbeiten dürfen. Man nimmt ihnen vieles ab zu Hause, aber auch hier spielt es keine Rolle. Mädchen und Jungen sind toll und begeistert dabei. Hier sehen Sie so die erste Phase auch und ja, Sie haben also wirklich Möglichkeiten, auch sich auszudrücken. All das, was eben auch schon genannt wurde, Forscher für Zeichnungen machen. Sie haben also selber ihre Vermutungen dann gezeichnet, wie die beiden Stäbe in Bewegung kommen und nachher auch zum Schluss dann aufgezeichnet, was sie tatsächlich gebaut haben. Also das gehört alles dazu. Und wir denken, das ist ein schönes Projekt. Wir arbeiten auch mit einem Künstler zusammen, der davon lebt, der diese Papierautomaten baut. Und ich würde Sie einladen, wenn Sie mehr wissen wollen,